Herzlich willkommen wieder zu unserer Sendung TV Berlin Spezial. Und ich habe einen ganz besonderen speziellen Gast, weil ich mich gefragt habe, woher weiß eigentlich die Bundesregierung alles über das oder wenig über das, was am Flughafen Kabul passiert, was überhaupt jetzt in Afghanistan passiert. Da muss doch der Geheimdienst dabei sein. Und unser Geheimdienst heißt BND. Und deswegen habe ich eingeladen den ehemaligen Chef des BND, August Hanning. Dr. August Hanning, herzlich willkommen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Sie waren 7 Jahre lang BND-Chef und wenn man sagen kann, wenn einer das wissen muss, dann sind Sie da. Wie kriegt man eigentlich die Informationen jetzt her? Sie haben sich ja wahrscheinlich auch Gedanken gemacht, weil Sie die Strukturen kennen, wie das da läuft. Sind da Ihre Agenten vor Ort? Also einmal sind sicher wichtig menschliche Quellen, die man hat. Also Spione? Ja, Spione. Dann ist aber die Funkaufklärung auch ganz wichtig, weil natürlich die andere Seite kommunizieren muss. Und da ist es immer ganz wichtig herauszufinden, mit wem sie sprechen, worüber sie sprechen und natürlich rechtzeitig Gefahrenlagen zu erkennen. Ja, aber da muss ich Sie auch fragen, wo sitzt da in der Botschaft einer und hat ständig die Kopfhörer auf? Oder was heißt Funkaufklärung? Klingt ja bombastisch. Ja, Funkaufklärung, Äther ist frei, sagen die Angelsachsen. Wir haben da ja einige Restriktionen durch das Bundesverfassungsgericht leider bekommen. Aber im Kern, sie dürfen gar nicht das, was sie machen. Eigentlich ist es sehr schade. Sehr schade, weil das die Aufklärungsmöglichkeiten des Dienstes gravierend einschränkt. Das Bundesverfassungsgericht hat ja nun alle Taliban-Kämpfer und Terroristen dieser Welt, alle Afghanen zu deutschen Grundrechtsträgern ernannt, mit den Restriktionen, die damit verbunden sind. Also man kann ohne besonderen Anlass diese Leute nicht mehr abhören. Das heißt, verstehe ich Sie richtig, Dr. Hanning, verstehe ich Sie richtig, Sie müssen vorher beim deutschen Gericht fragen, ob Sie in Afghanistan einen Taliban-Kämpfer abhören dürfen? Ja, man muss vorher eine gerichtliche Erlaubnis haben. Da gibt es besondere Konstruktionen, das ist nicht ein ordentliches Gericht, sondern das ist alles vom Verfassungsgericht genau vorgeschrieben, aber es bedeutet natürlich eine zusätzliche bürokratische Prozedur. Das ist im Augenblick noch nicht vollständig in Kraft gesetzt. Es gibt auch jetzt schon Restriktionen. Man darf zum Beispiel bestimmte Privatgespräche nicht mehr abhören. Bestimmte Berufsgruppen sind geschützt. Aber dies alles verhindert natürlich eine effiziente Funkaufklärung, auf die der BND angewiesen ist, wie alle anderen Dienste auch, in solchen Plätzen wie Afghanistan. Ja, nun bin ich amerikanischer Kollege von Ihnen, vom BND, und Sie erzählen mir das. Da fange ich doch an zu schmunzeln als Amerikaner oder Brite oder Franzose und sage, sag mal, seid ihr in Deutschland irgendwie bekloppt geworden? Ja, ich habe das auch versucht zu erklären. Amerikanischen Freunden, die ich von früher noch kenne, die haben alle mit dem Kopf geschüttelt, auch die israelischen Freunde, und sagen, was macht ihr da eigentlich in Deutschland? Ja, macht ihr überhaupt was? Ja, ich glaube, dass der Bundesnachrichtendienst schon gut unterrichtet ist im Prinzip, sage ich mal so, in Afghanistan. Da muss man wissen, der BND hat ja die Mujahedin unterstützt im Auftrag des deutschen Staates seinerzeit in den 90er Jahren gegen die sowjetische Besatzung. Und von daher bestand aus denen die Al-Qaida entstand. Ja, auch entstanden. Das waren ja aus dem Bereich der Mujahedin. Also wir haben damals die Mujahedin unterstützt und deswegen habe ich als BND-Präsident zahlreiche Leute auch kennengelernt, die hinterher auch wichtige Funktionen in Afghanistan wahrgenommen haben. Aber es war so, dass der BND eigentlich sehr gut vernetzt war. Und ich weiß nicht, ob auch da noch ist. Ja, ich hoffe auch noch ist. Das Bundesverfassungsgerichtsurteil nicht. Ja, das war damals für uns ganz wichtig, denn wir haben sofort nach 9/11 aufklären können, binnen Stunden, wer der Urheber des Attentats war. Und auch dank der Funkaufklärung Sie, des Bundesnachrichtendienstes. Wir haben den Amerikanern ganz am Anfang unsere Informationen weitergeleitet. Die sind auch unmittelbar dem Präsidenten vorgelegt worden. Und ich kann mich noch erinnern, ich habe Herrn Steinmeier angerufen, den damaligen Chef des Bundeskanzleramtes, und habe ihm relativ präzise erklären können, wie der Hintergrund gewesen ist, wer der Urheber war. Und er hat mich dann am Telefon ganz ungläubig gefragt, hat gesagt, woher wissen Sie das? Stimmt das alles? Ich gesagt, ja, wir haben eine gute Funkaufklärung. Sorry, dass wir ich schmunzle. Das. Wir wissen das. Ja. Ja. Also mit der Funkaufklärung von damals unter Ihrer Ägide hätte man hier sehr viel mehr hören können. Das wage ich nicht so zu behaupten. Wichtig ist nur, die Funkaufklärung in Afghanistan war ein ganz wichtiges Standbein für den Bundesnachrichtendienst, aber natürlich zusätzlich auch ein gutes Quellennetz, was wir auch hatten. Wir hatten gute Quellen auf allen Seiten des Dienstes. Ich will jetzt keine Namen nennen, aber der BND war immer auch insoweit gut vernetzt. Wir hatten Leute, die das Risiko auf sich genommen haben, in Afghanistan zu operieren. Und wir hatten deswegen immer ein sehr gutes Lagebild über Afghanistan. Das waren Deutsche?
Staatsbürger, Deutsche, die in Afghanistan wir hatten BND-Angehörige, die zum Teil auch sogar überfallen wurden, aber Gott sei Dank ist kein BND-Angehöriger zu meiner Zeit und soweit ich weiß auch später zu Schaden gekommen, aber die Risiken in den Einsätzen waren sehr hoch. Wir machen mal ein bisschen Volkshochschule, weil wir uns immer vorstellen, da laufen Sie mit Schlapphut rum und dann hören Sie, es ist ja alles hohe Technik. Kümmert sich der BND-Chef eigentlich selber darum? Sind Sie in Afghanistan oft gewesen und haben, Sie haben ja eben schon gesagt, Sie haben einige Leute von den Mujahideen getroffen? Ja, sicher. Also normalerweise trifft man sich nicht mit Quellen als BND-Chef. Aber ich habe hochrangige Quellen getroffen, auch persönlich in Pullach. Wir haben sie auch eingeladen. Ich war auch in Pakistan wiederholt, in Usbekistan, in Tadschikistan. Also die Rolle des BND-Präsidenten ist, das vorzubereiten. Ja. Man muss das operative Feld bestellen. Die eigentlichen Operationen laufen dann unterhalb dieser Ebene mit tüchtigen, qualifizierten Mitarbeitern, die ihr Handwerk kennen. Ja, die kennen Sie alle persönlich natürlich. Sicher, die muss man sehr sorgfältig auswählen, denn das erfordert schon eine hohe Qualifikation, dort in Afghanistan zu operieren. Sie müssen Sprachkenntnisse haben, sie müssen auch mit Krisen umgehen können. Das ist ja nicht so ganz einfach. Man muss auch das psychologische Gerüst haben, das zu tun. Und man muss natürlich professionell ausgebildet sein. Haben Sie denn Kenntnis darüber, dass wir jetzt solche Leute am Flughafen in Kabul auch hatten? Ja. Der BND war dort vertreten, das ist ja auch jetzt öffentlich geworden, deswegen kann ich das auch so sagen in den Medien. Und der BND hat mit an vorderster Front dafür gesorgt, dass jedenfalls diejenigen, die aufgrund der Mitarbeit mit dem BND möglicherweise gefährdet waren, aus Kabul ausgeflogen wurden. Wenn Sie das alles wissen, muss es ja an das Ohr des Kanzlers oder zumindest des Leiters des Kanzleramts kommen. Wie funktioniert denn das? Treffen Sie sich regelmäßig? Herrn Steinmeier haben Sie angerufen? Oder sagt der jeweilige Kanzler? Das war eine besondere Situation. Nach 9/11 wollte natürlich zunächst jeder wissen, wer ist der Urheber dieser Anschläge. Insoweit gab es da ein ganz dringendes Informationsbedürfnis. Ansonsten berichtet der BND schriftlich an die Ressorts, an die Abnehmer, aber natürlich auch mündlich. Jeden Tag? Jeden Tag. Das heißt, in dieser aktuellen Krise am Flughafen hat der BND, jetzt Ihr Nachfolger, Herr Kahl, dem Bundeskanzleramt regelmäßig berichtet, was da vor sich geht. Ja, ich kann das jetzt nicht bestätigen, aber ich bin sicher, dass das geschehen zumindest ist. Zumindest war es zu Ihrer Zeit so. Tagtäglich, jawohl. Ja. Tagtäglich wird berichtet und natürlich mündlich in der ND-Lage, jeweils dienstags. Und im Übrigen natürlich auch in Sonderlagen. Also nach 9/11 haben wir Tag für Tag getagt. Wir haben auch während des Irakkriegs sehr häufig getagt. Und dann haben wir mündlich unsere Erkenntnisse vorgetragen. Ja, mündlich heißt, ND heißt nämlich an nachrichtendienstliche Lage. Nachrichtendienstliche Lage, ja. Und wir haben natürlich in diesen Lagen vorgestellt die aktuelle Entwicklung. Also die Satellitenbilder haben wir aufgeführt. Wir haben unsere Quelleninformationen dort mitgeteilt. Unsere Auswertung, die ganz wichtig war. Also das haben wir dann mitgeteilt, ein Lagebild erstellt. Und dieses Lagebild haben wir dann den Vertretern der Bundesregierung übermittelt. Wer sitzt denn da? Sitzt da die Kanzlerin da? Und in der, Verteidigungsministerium oder? Nein, nein, Staatspraxis. Wem tragen Sie vor? Staatspraxis in Deutschland ist, dass der Chef BK in der Regel vorsitzt, dann die Staatssekretäre der betroffenen Ressorts dabei sind, das heißt des Auswärtigen Amtes, des Verteidigungsministeriums, des Innenministeriums, um die wichtigsten zu nennen. Manchmal werden auch weitere Staatssekretäre hinzugezogen und die Chefs der Sicherheitsbehörden. Ja. Bundesnachrichtendienst, Bundesamt für Verfassungsschutz, Bundeskriminalamt und wohl auch mehr und mehr die Bundespolizei. Und hat sich denn bei Ihnen der Bundesaußenminister gemeldet, bei Ihnen jetzt kleingeschrieben, dem BND gemeldet und hat gesagt, erklärt mir noch mal, was da los ist? Ja, sicher. Der BND arbeitet ja nicht so als selbstständige Einheit. Er ist Dienstleister. Er ist Dienstleister für die Bundesregierung. Er hat ein Auftragsprofil, was von den Ressorts verabschiedet wird. Und Sie sind auch dem Bundeskanzleramt unterstellt? Ne? Natürlich, ich bin dem Bundeskanzleramt unterstellt. Und es werden natürlich auch aktuelle Aufklärungsforderungen immer wieder gestellt, die dann der BND erfüllt nach bestem Wissen und Gewissen. Sind denn die Bundeskanzler, also wie Sie sie kennengelernt haben, alle neugierig gewesen auf Ihre Lageberichte oder haben manche gesagt? Ja, es gab schon sehr unterschiedliche Sichtweisen. Also Helmut Kohl zum Beispiel hat das Geschäft immer dem Herrn Schmidbauer damals überlassen, der aber sehr agil war, sehr aktiv war. Aber er selbst war immer sehr vorsichtig im Umgang mit den Diensten. Da hatten wohl persönliche Erfahrungen eine Rolle gespielt.
ganz anders dann der Kanzler Schröder, der sehr aktiv war, dem ich auch durchaus die Lage erklärt habe, aber vor allen Dingen Herr Steinmeier. Steinmeier war sehr aktiv, sehr interessiert und hat den Bundesnachrichtendienst immer wieder beschäftigt, befragt, und wir hatten eine sehr enge und sehr gute Zusammenarbeit. Und die jetzige Kanzlerin? Ja, ich glaube, da habe ich den Eindruck, dass sie eher fremdelt mit den Sicherheitsbehörden, auch mit den Diensten. Also ein Indikator ist ja, dass sie den BND nur einmal besucht hat, anlässlich der Einweihung des Neubaus. Eigentlich ist das ja ihr Geschäftsbereich, und normalerweise müsste sie sich als Kanzlerin auch darum kümmern, wie der BND arbeitet. Das ist auch wichtig für die Motivation der Mitarbeiter. Das habe ich schon vermisst bei ihr. Aber ich glaube, bei der Bundeswehr hat sie ähnliche Probleme, bei den anderen Sicherheitsbehörden auch. Also ich glaube, das ganze Thema äußere und innere Sicherheit gehört nicht zu ihren Kernprioritäten. Ja. Und der Außenminister Maas, das ist die Frage, die ich Ihnen stelle, vor der Werbepause, und die Antwort kriegen wir nach der Werbepause. Wir machen einen kurzen Break und dann sind wir wieder da. Und zu Gast ist Dr. August Hanning, er war BND-Chef von 1998 bis 2005. 7 Jahre, und erzählt uns, wie das so geht überhaupt. Und die interessanteste Aussage, alles ist interessant, davon war, dass jetzt in Kabul eben auch BND-Leute vor Ort waren. Ja, bis gleich. Zurück in unsere Sendung TV Berlin Spezial, und zu Gast ist Dr. August Hanning. Er war 7 Jahre lang BND-Chef. Wir haben eben über die Funktion und Rolle des BND in Kabul in diesen Tagen und Wochen gesprochen. Und wir sind jetzt bei der Berichterstattung. Sie haben gesagt, einmal die Woche, jeden Dienstag, gibt es eine ND-Lage. Da tragen Sie vor im Bundeskanzleramt, was der BND so zu berichten hat. Wie oft meldet sich denn der Außenminister oder hat sich gemeldet in dieser Phase in Kabul? Hat er jeden Tag angerufen? Das kann ich Ihnen natürlich nicht beantworten. Da müssen Sie sozusagen den aktuellen Präsidenten fragen. Ich kann nur aus meiner Erfahrung berichten, während des Irakkriegs haben wir sehr intensiven Kontakt mit dem Außenminister Fischer gehabt, der auch fast wöchentlich in der heißen Phase zu uns gekommen ist und den ich auch mindestens einmal im Monat direkt persönlich berichtet habe. Also da war das Außenministerium sehr interessiert an den Informationen des Bundesnachrichtendienstes. Ich vermute, dass auch das Auswärtige Amt jetzt sehr intensiv diese Informationen des BND verwertet. Wie stark sich der Minister da persönlich engagiert, das wage ich jetzt nicht zu beurteilen. Ja, er steht ja schwer unter Kritik nach dem Motto, er hat zu spät gehandelt, er war nicht richtig unterrichtet, das ging dann gegen BND. BND-Chef hat sofort reagiert und hat gesagt, wir haben alles berichtet, was es zu berichten gab. Ja, und ich habe Sie auch deswegen eingeladen, um vielleicht mal ein bisschen herauszufinden, wie kann denn das sein? Er hätte doch nur zum Telefon greifen müssen oder den BND-Chef zu sich bitten, um zu sagen, naja, erklären Sie mir mal. Die Lage ist ja etwas komplexer. Also es war eigentlich seit dem Doha-Abkommen absehbar, dass mit dem Abzug der NATO auch die Taliban auf Dauer die Macht übernehmen würden. Das war die Prognose des BND. Das hat sich dann noch weiter konkretisiert. Die Frage war natürlich die Zeitachse. Und ich glaube, dass viele Leute, selbst in nachrichtendienstlichen Gewerbe, ein bisschen an die alte Phase der kommunistischen Herrschaft noch gedacht haben. Nach Abzug der Sowjets blieb ja seinerzeit die kommunistische Regierung noch 3 Jahre im Amt. Aber die hatte natürlich ein ideologisches Fundament. Die wollten ja ein modernes Afghanistan auf kommunistischer Grundlage. Diese Regierung hatte das nicht. Diese Regierung war einerseits korrupt, andererseits war sie, und das war ein Grundproblem der westlichen Streitkräfte, der NATO-Streitkräfte in Afghanistan, die wurden mehr und mehr als Besatzungsarmee wahrgenommen. Und die Regierung galt als Marionette der Amerikaner und der NATO. Und das erklärt natürlich, dass mit dem Abzug dann der NATO das Fundament ihrer Herrschaft weggebrochen ist, und zwar sehr schnell. Und die Taliban haben sehr geschickt verhandelt. Ich vermute sehr stark auch mit Hilfe von pakistanischen Befreundeten, ich sag mal Diensten oder auch Dienststellen. Jedenfalls haben sie im Ergebnis es geschafft, die wichtigsten Städte in Afghanistan ohne Kampfhandlungen einzunehmen. Und das galt dann ja auch für Kabul. Die Schnelligkeit, mit der das geschehen ist, ich glaube, das hat dann alle überrascht. Auch, dass der Präsident dann sozusagen mit
Geldkoffern und in Pantoffeln, binnen Stunden die Stadt verlassen hat. Ich glaube, das war so nicht vorhersehbar, rational. Aber dass die Herrschaft beendet würde mit Abzug der Amerikaner, das war klar. Und es gab ein weiteres Problem, dass offenkundig die Amerikaner ihre Verbündeten vorher nicht unterrichtet haben. Das habe ich gehört aus Kreisen auch der Botschaft. Es war so, es gab diese grüne Zone in Kabul und plötzlich waren die Amerikaner nicht mehr anwesend. Und das hieß für die afghanischen Sicherheitskräfte, dass sie auch sehr schnell dann ihre Positionen verlassen haben, sodass die Botschaft dringend um Evakuierung gebeten hat. Und dann sind wir beim Problem, was ich gerade angesprochen habe. Die deutsche Botschaft hat um Evakuierung gebeten beim Außenministerium in Berlin. So ist es. Das war der Weg. Weil sie gesehen haben, dass das Schutzpersonal nicht mehr vorhanden war. Und die amerikanische Botschaft ist neben der deutschen Botschaft. Neben der Botschaft. Die wurden gemeinsam geschützt. Auch konnten also sehen. Auch die britische Botschaft war daneben. Und da hat man eben, glaube ich, schon an dem Mittwoch angefangen, kritische Unterlagen zu vernichten in der Botschaft und hat dann am Donnerstag, Freitag bis Samstag wohl darum gebeten, dringlich um Evakuierung. Diese Bitte ist dann nicht genehmigt worden, das bedurfte der Genehmigung des Auswärtigen Amtes. Und das war schon ärgerlich, weil man da, glaube ich, sehr viel eher und schneller hätte reagieren müssen. Und das ist schon die Verantwortung aus meiner Sicht des Auswärtigen Amtes. Aber gut, das muss man intern jetzt klären. Fest steht jedenfalls, dass dann in der Botschaft die Entscheidung gefallen ist, und zwar autonom zunächst. Wir wollen, ich glaube, das war am Samstag, jetzt uns evakuieren lassen. Man ist zur US-Botschaft gegangen und von der US-Botschaft aus hat man dann mittels Hubschrauber das Botschaftspersonal zum Flughafen gebracht und die Amerikaner haben das von dort aus dann nach Doha befördert. Also so ist wohl der Ablauf gewesen. Also der Vorwurf, den man aufklären muss, war in der Tat, warum ist nicht schneller agiert worden, warum ist nicht schneller gehandelt worden. Ich glaube, das wäre sinnvoll gewesen. Ja, und was mich natürlich gerade auch an Ihrer Schilderung noch mal ein bisschen irritiert ist, die deutsche Botschaft war offensichtlich total auf die Hilfe der Amerikaner angewiesen. Gab es in der deutschen Botschaft keinen eigenen Hubschrauber? Also, dumme Frage. Erstens gab es keinen eigenen Hubschrauber, zweitens gab es da wohl eine Vereinbarung zwischen den Amerikanern und der deutschen Botschaft, den US-Botschaft, der deutschen Botschaft. Und Herr Brinkmann, ist natürlich so, das ganze Afghanistan-Engagement beruhte auf dem Engagement der Amerikaner. Die Amerikaner waren sozusagen der Backbone der Sicherheit der ganzen alliierten Truppen. Und deswegen war ganz entscheidend, wie die Amerikaner sich verhielten. Und als sie dann sehr überraschend und sehr kurzfristig abgezogen waren, war sozusagen der Sicherheitsteppich unter dem Boden weggezogen. Und deswegen musste man dann sehr schnell agieren. Haben Sie nicht als BND damals, waren Sie ja schon mit dem Afghanistan-Konflikt befasst, mit den Ortskräften Listen gehabt, zu wissen, wer arbeitet eigentlich für die Botschaft? Heute lesen wir in den Zeitungen, es sind nur 100 ausgeflogen worden, obwohl Tausende für die deutsche Botschaft gearbeitet haben oder für die deutschen Stellen. Naja, ob Tausende für die Botschaft gearbeitet haben, da habe ich eher meine Zweifel. Natürlich ist es so attraktiv, jetzt aus Afghanistan nach Deutschland zu emigrieren, das muss man einfach sagen. Und deswegen sind da viele unterwegs, die sich als Ortskräfte bezeichnen, aber es tatsächlich gar nicht gewesen sind. Das Gros der Leute betrifft, glaube ich, auch den Bundeswehrbereich. Ich glaube, die Bundeswehr hat sehr viel mehr Ortskräfte beschäftigt als die Botschaft. Die Botschaft, das ist, glaube ich, eine überschaubare Zahl. Aber ja, es gibt die Listen mit Sicherheit. Und man wird auch mal aufklären müssen, warum man nicht eher begonnen hat, diese gefährdeten Ortskräfte auszufliegen. Und das ist ja eine Diskussion. Die ja, was glauben Sie? Sie waren ja lange genug selbst damit beschäftigt. Warum hat man so spät daran gedacht und warum hat man so Schwierigkeiten gehabt, eine vollständige oder überhaupt eine Liste zu finden? Naja, ich glaube, die Listen gab es schon. Die sind vielleicht nicht schnell genug erstellt worden. Das Problem ist natürlich die Auswahl. Also viele, die sich als Ortskräfte bezeichnet haben, waren es tatsächlich gar nicht. Und dann die Frage ist, wie weit ziehen Sie den Kreis der Familienangehörigen? Wollen Sie den eng ziehen? Wollen Sie den weiterziehen? Und nochmal, eine Ausreise nach Deutschland ist natürlich hoch begehrt. Deswegen musste man schon versuchen zu filtern. Und das hat offenbar lange gedauert, vielleicht zu lange. Wenn Sie die Rückkehr sehen, die Bundesverteidigungsminister umarmt den General, der das alles gemacht hat. Also ich muss sagen, das hat mich irgendwie gerührt, ja, weil ich gemerkt habe, da fällt eine ganz große Spannung ab. Aber das, was der General gemacht hat, wie würden Sie das beurteilen? Sehr gut, exzellent oder überaus hervorragend? Ich glaube, das ist eine Lage der Dinge.
das sehr gut gehandhabt hat. Ich meine, das war Auftragstaktik, wie wir das so nennen. Also er hat ja vor Ort die Entscheidungsgewalt gehabt. Es ist kein Bundeswehrangehöriger zu Schaden gekommen. Aber bei aller Würdigung des Einsatzes ist natürlich so, dass die Sicherung des Flughafens den Amerikanern oblag. Die haben auch für die Sicherheit gesorgt und die Bundeswehr hat unter dem Schirm der Amerikaner gearbeitet. Aber die waren auch vor Ort. Sie haben mit dazu beigetragen, dass ausgewählte Leute dann durch die Tore geleitet wurden. Also insoweit haben sie schon auch Risiken auf sich genommen. Aber nochmal, im Kern hat die Sicherheit des Flughafens haben die Amerikaner geleistet. Sie haben ja, haben Sie eben gesagt, von ein paar Stunden an die Leute gesprochen. Die würde man heute als Terroristen wahrscheinlich bezeichnen. Sie waren in Afghanistan. Was trauen Sie heute den Taliban zu? Wenn ich höre, dass ein Großteil der Bewachungsleute in der britischen Botschaft, wo die Taliban die Botschaft bewachen, fließend Englisch sprechen, dann sind das ja nicht mehr diese Pantoffelsoldaten. Und die Bilder, die wir jetzt sehen, zeigen ja hochmodernst gerüstete Soldaten. Ja, ich glaube, wir dürfen nicht den Fehler machen, die Taliban von heute mit den Taliban in den 90er Jahren zu vergleichen. Die Taliban haben sich verändert, das Land hat sich verändert. Wir haben jetzt moderne Kommunikationsstrukturen, wir haben Internet, wir haben eine städtische Bevölkerung in Kabul vor allen Dingen, aber auch in anderen großen Städten in Afghanistan, die sozusagen mit westlicher Kommunikation, mit westlichen Werten vertraut gemacht wurden. Deswegen glaube ich, dass die Taliban sich anders verhalten werden. Wir haben ja auch entsprechende Signale von der Führung der Taliban. Man muss abwarten, wie stark sie in der Lage sind, ihren eigenen Bereich zu kontrollieren. Die Taliban sind ja keine terroristische Vereinigung im engeren Sinne. Sie haben terroristische Mittel verwendet, aber eine Stammesmiliz. Sehr gespalten zum Teil, sehr heterogen, sehr unterschiedlich ausgestaltet. Und dann haben wir natürlich in Afghanistan das große Problem, dass die Pashtunen zwar die Mehrheit der Bevölkerung stellen, aber es wichtige Minderheiten gibt. Die Usbeken, die Tadschiken im Norden, dann noch die Turkmenen, Hazara-Schiiten. Also es gibt durchaus eine ethnische Zerklüftung und von daher gibt es erhebliche Spannungen. Und es gibt ein anderes Thema in Afghanistan, das ist das wir sehr viele Waffen dort haben, eine hohe Gewaltbereitschaft. Die Amerikaner sprechen von Youth Bulge. Wenn Sie sich anschauen, die Bevölkerungsstruktur in Afghanistan ist sehr jung. Sehr viele Leute sind unter 30, also relativ gewaltbereit nach den empirischen Analysen. Und deswegen wird Afghanistan, glaube ich, weiterhin kritisch bleiben unter Sicherheitsaspekten. Das heißt, um es anders auszudrücken, erwarten Sie einen neuen Bürgerkrieg? Das ist nicht auszuschließen, das hängt aber sehr von dem Verhalten der Nachbarstaaten ab und natürlich auch des Westens, ob man solche Gruppen unterstützt oder nicht, denn ohne ausländische Unterstützung haben die, glaube ich, keine Chance. Ja, und der Westen wird sich sicherlich nicht in Afghanistan wieder Ich vermute, dass nach diesen Erfahrungen da eher Zurückhaltung herrscht. Ja, ja, und wir halten jetzt auch uns zurück, denn die Sendezeit ist beendet. Und ich freue mich sehr, dass Dr. August Hanning hier war, 7 Jahre BND-Chef und uns einen Einblick gegeben hat über das, was da unten passiert ist und möglicherweise jetzt passieren wird. Herzlichen Dank, dass Sie da waren und vielen Dank, dass Sie zugeschaut haben. Wir sehen uns wieder nächste Woche Dienstag, wie immer TV Berlin Spezial oder Brinkmann und König. Für heute herzlichen Dank und tschüss. Ja, vielen Dank.